Ja, herzlich willkommen hier zur Saisoneröffnung auf Real Fishing. Wir befinden uns heute am Forellenhof Polling in Oberbayern und werden mal versuchen, hier so ein paar Forellen zu fangen zur Saisoneröffnung. So, nach langem Warten haben wir es dann tatsächlich geschafft, einen Fisch zu fangen. Einen kleinen, ich denke, ein Bach-Saibling. Hat sich relativ gezogen, weil die Fische nicht so aktiv sind heute. Was uns jetzt aufgefallen ist, ist, dass nicht nur auf langsam geführte Köder oder Pose gefangen wird, sondern auch tatsächlich auf recht schnelle und aktive geführte Köder gefangen wird. Das wundert mich so ein bisschen, weil eigentlich normalerweise die Forellen bei solchen Wassertemperaturen recht träge sind. Aber so weiter hinten gleich wird auch mit deutlich schnellerer Führung gefangen und deswegen werden wir jetzt mal so ein bisschen rumprobieren. Die Sonne ist jetzt auch noch mal schön rausgekommen und vielleicht werden sie jetzt einfach alle ein bisschen aktiver. Wir haben sie auf einen Zweier Mips Silber mit schwarzen Punkten gefangen. Nicht schlecht. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt sehen. So, da haben wir sie jetzt nochmal. Ich schätze so 40 cm auf die Pose mit weißem Teig. Aber zum Gerät sagen wir dann später noch mehr. Da geht schon. Dass man da irgendwas hört. Jetzt hört mal die. So. So, die wollte den unbedingt haben und sie hat ihn jetzt auch gekriegt. Letztendlich, oh, das ist aber hier Brikett, ne? Brikett. Bereich zurückgezogen, damit
damit ich euch jetzt zum Abschluss nochmal das Gerät zeigen kann, mit dem wir heute geangelt haben. Zum einen, wir haben mit zwei verschiedenen Methoden geangelt. Einmal Posenangeln, wie ihr gesehen habt, und einmal Spinnangeln. Zum Spinnangeln haben wir einfach eine ganz normale Spinnangel mit 40 Gramm Wurfgewicht. Das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel. Ihr könnt auch weniger nehmen. Eine 3000er Pensagus als Rolle und eine, ich glaube, eine 015er Hauptschnur geflochtene. Was ich noch so als kleinen Kniff gemacht habe, ist, dass ich so vor die geflochtene Schnur noch so 3-4 Meter Monofile vorgeschalten habe. Einfach so als ein bisschen als Stoßdämpfer, weil sie nicht so gut sichtbar ist. Und ja, so ist es im Prinzip ein langes Vorfach, das ich praktisch mit aufroll und dadurch weniger Scheuchwirkung erzeuge. So, wie ich gerade schon erwähnt habe, haben wir auch noch mit der zweiten Methode geangelt, nämlich das Posenangeln. Das ist ganz simpel, eine ganz normale Posenmontage. Wie ihr sie hier seht, einfach hier einen kleinen Waggler. 2 Gramm Tragkraft und ein paar Gewichte, so wie einen Wirbel. Dann kommt hier einfach ein Forellenvorfach dran mit einem ungefähr 6er Haken. Ihr könnt auch einen 4er Haken oder einen 2er Haken nehmen, das ist dann auch relativ gleich. So wie einen Stopper hier. Die Rute ist jetzt hier ungefähr 3,60 Meter lang und hat ein Wurfgewicht von um die 20 Gramm. Es ist eigentlich eine Spiruline-Rute, die halt eine super Aktion hat. Und als Rolle haben wir einen 2500er Shimano Bait Runner mit einer, glaube ich, 020er monofilen Schnur. Also sie hält auch halbwegs große Forellen ohne Probleme in Schach. Ja, hier habe ich jetzt nochmal so ein paar Spinnköder, die wir heute benutzt haben. Zum Posenangeln ganz kurz, da haben wir einfach weißen Forellenteig genommen. Ich würde euch einfach empfehlen, holt euch einen schwarzen Forellenteig, holt euch einen weißen Forellenteig und vielleicht noch einen grünen. Und dann solltet ihr eigentlich alles haben, was ihr braucht und dann einfach durchprobieren. Und ja, jetzt zu den Spinnködern, da würde ich mir auch ein bisschen Auswahl holen. Also was immer geht, sind eigentlich Spinne. Da haben wir zum einen eben silberne, dann schwarze, das sind auf jeden Fall zwei Farben, die ihr haben müsst. Und dann kann man noch so ein bisschen rumexperimentieren, wie zum Beispiel mit hier diesen Regenbogenfarben oder mit diesen Bachforellenfarben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Exoten, solche Spinnerbaits, die sind natürlich immer gut, weil sie so, ja, so Oktopusfetzen, sage ich mal, haben und auch Spinnerblätter. Und dann natürlich der ganz normale Wobbler ist auch nie verkehrt, wenn die Fische auf eine bisschen langsamere Präsentation stehen oder vielleicht auch einfach auf kleine Fische. Genau, also so viel dazu. Da müsst ihr auch jetzt nicht übermäßige Ködermengen mitnehmen. Einfach ein paar verschiedene Farben und dann sollte das eigentlich funktionieren. Gerade in Forellenzuchten, wo die Forellen sich im Normalfall eher auf alles stürzen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Was uns heute einfach aufgefallen ist, ist, dass es ganz wichtig ist, dass ihr einfach wechselt zwischen den Ködern. Also wir machen selten mehr als 10, 20 Würfe mit einem Köder und wechseln dann, aber vergesst nicht auch mal wieder zurückzukommen. Wir haben zum Beispiel mit Silber heute angefangen, mit silbernen Spinnern, haben nichts gefangen und sind später wieder auf Silber zurückgekommen und haben gefangen. Also probiert einfach aus, wechselt durch, aber benutzt auch schon mal verwendete nochmal. Kann ich euch nur nochmal als Tipp geben und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Vorschläge für uns habt, was wir verbessern könnten an unseren Videos, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare und wir werden es versuchen beim nächsten Mal umzusetzen.